Here comes Santa Claus und damit herzlich willkommen zurück zur hoffentlich letzten Folge von Duke Nukem 3D in Nuclear Winter. So, das Warenhaus des Santas. Schauen wir mal, was es hier gibt. Außer natürlich diesen aufmüpfigen Ferkeln und dummen, blöden Schneemännern hier. Mit ihren ständigen Samenergüssen. Muss das denn sein, so eine Schweinerei? Ich verstehe es einfach nicht. Ist das ein Loch? Was passiert denn, wenn ich in dieses Loch reinfalle? Ich wage es mal noch nicht. Hier können wir nicht weiterlaufen. Hier ist Energie, die kann ich auch gut gebrauchen. Die auch. Hier ist auch Schicht im Schacht. Ins Warenhaus dürfen wir auch nicht. Das heißt, hier können wir noch lang. Bevor wir das Loch probieren. Löcher probieren wir ja gerne. So, hier brauchen wir eine blaue Keycard. Hallo Freund und Freundin in umgekehrter Reihenfolge. So, hier sind die Spielsachen für die armen Kinder, hier sind die Spielsachen für die reichen Kinder. Schön, dass der Weihnachtsmann noch so eine kapitalistische Unterscheidung trifft. Das ist noch Mann mit Prinzip. So, auf Santas Buggy gibt's auch nichts. Dann mal wieder ein klirrendes Erlebnis. Natürlich, und da drin ist mir so eine Blastpfeife. Mal gucken, ob wir den ausräuchern können, bevor wir da reingehen. Volltreffer. Mich selber will ich nicht treffen. Jawohl, noch ein Treffer und jetzt spratzelt das Fett hoffentlich. Gott, was halten die denn aus, Mann? Dann Nummer 5. Endlich, da hat's Matsch gemacht und weg ist er. So, sparen wir uns wieder ein bisschen Energie. Weihnachtsbäume en masse und natürlich wieder eine Sau. Ey, du dumme Sau und tschüss. Mehr Keykarten, die wir nicht haben. Und 3D Realms verschenkt auch ein bisschen was. Hoffentlich keine Kopien von Nuclear Winter. Die will nämlich auch niemand geschenkt haben. So, Schnauze und Fresse. Meine beiden Lieblingsfreunde. So. Hier ist ein Schalter. Ah, okay. Wir sind quasi im Warenhaus jetzt. Sind wir einen kleinen Umweg gelaufen. Und ich lege mal schnell einen Save an. Wie immer. Beim ersten Mal durchs Menü. Leckt's wieder ordentlich. Auch er, Schüssikowski. Ey Gott, diese dreckige Brut hier. Sag's euch. Können wir da rein? Ne, leider nicht. Auch nicht im geduckten Zustand. Schade. Aber hier ist immerhin schon mal eine Keycard de Red. Eine rote Keycard. Kann mich bloß gar nicht mehr erinnern, wo wir die gebrauchen können. Aber irgendwo ganz bestimmt. Hier zum Beispiel. Jawohl. Dann nochmal einen Lag. Dankeschön. Also, dass das immer so bei dem Quicksaven lag, das gefällt mir überhaupt nicht. So, hier spielt Duke Music, warum auch immer. Weihnachtsmann ist wohl ein Duke-Fan. Ja. Bringt uns das jetzt was hier? Außer einen versteckten Medkit. Ah, hier ist ein Schalter, okay. Was tust du, lieber Schalter? Oh, schmucker Kronleuchter in 2D allerdings nur. Der genug Licht spendet, man weiß es nicht. So, also jetzt haben wir einen Schalter aktiviert. Ich glaube, wir sollen wieder raus. Hallo, Lüftungsschacht. In dich schauen wir auch mal kurz. Okay, das eröffnet uns nichts Neues, aber hier vielleicht. Jawohl, da sehe ich schon wieder so eine dumme Sau. Okay. Ich dachte, das funktioniert besser. Funktioniert überhaupt nicht. So. Hoppala. Danger Explosives. Dann erlaube ich mir einen kleinen Spaß und jag die Bude des Weihnachtsmanns hoch. Aber erstmal in Sicherheit. Frage sowieso, warum der Weihnachtsmann Explosives braucht. So. Ja. Genau. Blaue Keycard, die brauchten wir wo hier? Boah, das läuft ja ausnahmsweise mal wie geschmiert. Ich dachte im letzten Level, lass uns nochmal ordentlich fetzen, was die Schwierigkeit angeht, aber anscheinend nicht. Das sieht so Boss-verpflegungsmäßig aus. Wir kriegen sogar ein Jetpack. Ach, wie süß. Okay, Santa Claus, Mann, wir müssen sterben. Aber das ist süß hier. Was haben wir hier? So ein bisschen Szenen aus dem Original Duke. Ein Duke. Santa, darf ich mal kurz gucken, bevor wir uns battlen? Also hier ist L.A. Rumble, glaube ich.
Hier ist Tube Burger, das ist ja voll süß. Und hier ist Santa, die alte. Huch, da ist der Santa, glaube ich, oder? Tanzt der Santa rum? Hallo, Santa. Aber bevor wir uns den vorknöpfen, wollte ich mich eigentlich ein bisschen umgucken. Das war nix. Okay, also Santa ist gut bewaffnet. Und Nitzgen-Gegner, wie es ausschaut, das gefällt mir gar nicht. So, das heißt, wir laden nochmal schnell. Yes. Yes. Nein. Quicksave? Quicksave hat er nicht gemacht. Das ist super. Danke für diesen tollen Quicksave, der nicht funktioniert. Das heißt, ich spiele das Ganze nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Blöde Scheiße, blöde. Und herzlich willkommen zurück zum Abfuck des Millenniums. Hier in Santas Bude. Ich will da der Atomic Health. Und ich hoffe, jetzt kann ich den Buben mal ordentlich einseifen. Ist natürlich echt super scheiße, dass das so ein derber Hitskin-Gegner ist. Wäre jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn er nicht so schnell wäre. Weil er sich ja echt rapide bewegt vorhin. Jetzt müssen wir den Sackäuter erstmal wieder finden. Da ist er. Ja, natürlich ist es nicht nice, auf Sender zu schießen, aber dass Sender auf mich schießt, ist auch nicht gerade netter. Boah, eine RPG und Shotgun hat er auch noch. Das ist da. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier vielleicht nochmal einen neuen Medkit finde. Da waren doch irgendwo Medkits, oder täusche ich mich? Ich habe da vorher was gesehen. Okay, hier ist noch normales Health, falls wir es brauchen. Bloß in der Hitze des Gefechts. Bringt das nicht viel. Ich bleib lieber auf Distanz, weil sonst packt er wieder seine RPG aus. Und dann hat er uns gleich am Arsch. Heidi, das ist Santa, du bist ein Arschloch. Wollte ich dir schon immer mal sagen. Außerdem gibt's dich gar nicht. Du bist eine Erfindung der Kapitalisten. Ja. Das Problem ist, die RPG, die trifft halt einfach nicht, nur. Ja, geh weg, geh weg. Mag dich nicht. Vielleicht soll ich auch ein bisschen mehr Shotgun hantieren. Im Shotgun-Battle bin ich nämlich gar nicht so schlecht, Kumpel. Hat er sich eine andere Waffe geschnappt? Ja, die RPG, da verpisse ich mich erstmal schnell. Weil RPG im Dauerfeuermodus ist nicht so gut. Geh weg! Ich mag dich nicht. Oh, der blöde Sack. Hier war doch irgendwo ein Medkit, Alter. Mach mir das nicht weiß, dass hier nichts war. Entweder bin ich blind oder hat man was davor eingebildet oder. Endlich! Weg, dieser Depp! Also, Duke Nukem hat Santa gerettet? Ich glaube, er hat ihn ja totgeschossen. Auf jeden Fall haben wir den Tag gerettet. Schöne, verfickte Weihnachten, ihr Scheißkerle. Ja. La la la, happy Santa. Christmas, Duke Nukem kicked ass. Und an alle eine gute Nacht. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Gute Nacht an euch alle. Und das muss ich nicht nochmal haben. Jetzt habe ich diesen blöden Schwachsinn tatsächlich zweimal durchgespielt. I've got balls of snow. Ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon mal vermeldet. War ein Spaß-LP, war jetzt nicht ernst zu nehmen. Vielleicht steigen wir nächstes Mal einmal wieder in richtige Projekte, wo wir da auch ein bisschen ernsthafter spielen. Vielleicht auch ein paar Duke-Mods oder Maps, wenn ihr Bock drauf habt. Also wenn ihr gute Maps kennt oder sogar Episoden vielleicht, bin da immer gerne bereit, da welche zu spielen. Wird dann wahrscheinlich auch blind sein, weil ich viele der neueren Sachen auch gar nicht kenne. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch wenn es hier nur so ein bisschen Jux und Gaudi und Blödsinn war, bedanke ich mich, dass ihr nach all den Jahren trotzdem noch dabei seid und zugeguckt habt. Gonna rip him a new one. Bis zum nächsten Mal. Rocket. Ach so, hier nervt mich jemand per WhatsApp während meiner Aufnahme. So ein ziemlich beschissener Sack. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob er schnell genug reagiert. Wenn er mir jetzt eine Aufnahme zurückschickt, dann ist er im LP. Mal gucken. So. Ja, währenddessen kann ich nur ein bisschen quatschen. Also im Moment, der junge Mann hört hier nichts ab. Ja, es kommt vielleicht noch. Ja, ich glaube, jetzt hört jemand was ab. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Glück. Bin mal gespannt.
Hallo, hallo, hallo? So klingt ein Motherfucker. Bis zum nächsten Mal.